Ja, liebe Wiener Fans, wir sind jetzt am Ziel unserer blau-gelben Reise angekommen. Falls sich einige von euch wundern, warum ich jetzt auf einmal Kopfbedeckung aufhabe, wir sind hier im alten jüdischen Teil des Friedhofes, vom Zentralfriedhof. Und daher besteht hier für Männer natürlich Pflicht, eine Kopfbedeckung zu tragen. Hinter mir befindet sich die Gruft der Familie Rothschild. Und hier liegt auch der Nathaniel Rothschild begraben, der erste Mäzen der Wiener. Wenn der nicht gewesen wäre, hätte es wahrscheinlich die Wiener nie gegeben in dieser Form, wie wir sie heute kennen. Mit dem britischen Flair, mit den englischen Gärtnern, die das Fußballspiel nach Österreich und nach Wien gebracht haben. Und auch mit seiner finanziellen Unterstützung. Er hat die ersten Spieler auf seinen Gärten spielen lassen. Nachher dann ihnen bei der Platzsuche behilflich, auch finanziell, gemeinsam mit dem Direktor Julius Schuster vom Bankhaus Rothschild. Und wir stehen jetzt hier bei der Gruft der Rothschilds. Und es ist auch Zeit für mich, mich bei euch zu verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war für jeden von euch ein bisschen was dabei. Vielleicht auch ein paar Details, die man nicht so gekannt hat. Und ich würde mich freuen, wenn ich vielleicht den einen oder anderen von euch wieder sehe auf der Hohen Warte oder vielleicht auch bei weiteren Friedhofsbesuchen mal wieder sehen, was sich daraus noch entwickelt. Für die Statistikfans, wir haben jetzt 11 Persönlichkeiten besucht auf 5 verschiedenen Friedhöfen. Wir haben nicht 11 Lichtern angezündet, weil dort, wo schon eins gewesen ist, das haben wir gelassen. Aber ich denke, es war doch eine ganz interessante Reise anlässlich des 125-jährigen Jubiläums unserer Wiener. Und ich kann nur sagen, mir hat Spaß gemacht. Come on, Vienna.